Ja, wir begrüßen Nationalspieler Max Rutkrey beim DBB-TV. Max, MVP des NBBL All-Star Games, wie fühlt sich das an? Ja, fühlt sich großartig an, jetzt, dass es im dritten Anlauf jetzt geklappt hat und dass ich dann in Fußstapfen von so guten Spielern treten kann, ja, ist eine große Ehre für mich. Vor dem Spiel denkt man auch an sowas, dass man individuell vielleicht diese Auszeichnung schafft, oder denkt man hauptsächlich ans Team? Ja, jetzt, da ich der älteste Jahrgang bin, habe ich schon ein bisschen, damit gerechnet. Also ich habe es ein bisschen gehofft sozusagen. Aber in erster Linie stand immer der Sieg vom Süden im Vordergrund. Und dann kommt es immer auf den Anfang an, wie es da läuft. Und dann, ja, mal schauen, wie es dann läuft, das Spiel. Du bist jetzt insgesamt im fünften Jahr JBBL und NBBL. Wie beurteilst du die Entwicklung dieser Ligen und generell für den Nachwuchs? Wie hältst du das? Es hat sich, finde ich, extrem gut entwickelt. Die gesamten Strukturen sind deutlich besser geworden. Und man hat auch insgesamt, finde ich, das Spielniveau von allen Spielen, dass es im Durchschnitt höher geworden ist. Ja. Es steht der Sommer vor der Tür mit der Nationalmannschaft. Du wirst ja in der U20-Nationalmannschaft voraussichtlich zum Einsatz kommen. Was nimmt man sich da vor, persönlich und für das Team? Ja, da stelle ich persönlich mein Ego in den Hintergrund, weil da geht es nur um den Sieg der Mannschaft. Wir versuchen das Beste in Kreta oder auf Kreta und ja, mal schauen, was geht. Wir haben eine relativ schwere Gruppe mit Spanien und Serbien mal schauen, wie das läuft. Okay, letzte Frage an dich generell. Nationalmannschaft, ein Thema für die Zukunft, und was hat sie im Moment für einen Stellenwert für dich? Ja, einen großen Stellenwert. Wobei er in letzter Zeit ein bisschen gesunken ist, weil ich jetzt erstmal mein Abi fertig machen muss. Aber zum Glück ist die Nationalmannschaft direkt nach dem Abi. Also kann ich mich danach wieder voll drauf konzentrieren. Und in Zukunft, da ich jetzt schon fast alles durchgelaufen habe an Jugendnationalmannschaften, will ich natürlich auch in den A-Kader. Aber es ist noch ein weiter Weg und da muss ich noch viel Arbeit dafür reinstecken. Ja. Okay, alles Gute dafür. Vielen Dank. Danke. Ja, wir begrüßen Jugendnationalspieler Jan-Niklas Wimberg. Herzlich willkommen bei DBB-TV. Jan, zwar habt ihr verloren im NBL All-Star Game, aber für dich persönlich lief es ganz gut. Oder wie würdest du deine Bilanz ziehen? Ja, also meine Würfe sind gefallen, die Mitspieler haben mich gut freigespielt. Und es war halt ärgerlich, dass wir im dritten Viertel einmal so nachgelassen haben. Das hat uns dann im Endeffekt den Sieg gekostet. Ist schade. Du bist ja noch jüngerer Jahrgang, hast im nächsten Jahr möglicherweise noch eine Chance, MVP zu werden. Ist das so ein Ziel, was man sich vornehmen kann? Ja, ist auf jeden Fall ein Ziel, aber mit der Einstellung bin ich eigentlich nicht reingegangen und werde ich auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht, sondern mir macht es einfach Spaß, wieder mit den Jungs hier zu spielen und zu zeigen, was man kann und sich mit den anderen zu messen. Okay, nächste größere Sache für den DBB, für dich wird das Albert-Schweitzer-Turnier sein, du wirst sicherlich im Kader stehen. Was hast du über das Turnier gehört, was denkst du, was da alles passiert? Ich habe einiges gehört, also das soll ja das unoffizielle Weltmeisterschaft sein und ja, ich hoffe, ich kann mich da gut präsentieren. Es war eine Riesenbühne und ja. Es folgt die Europameisterschaft, also es ist ein großes Programm für dich. Was für einen Stellenwert hat im Moment die Nationalmannschaft für dich? Dieses Jahr auf jeden Fall wieder einen höheren, da ich der ältere Jahrgang bin und da dann auch meinen Können zeigen kann. Und hoffe, irgendwelche Scouts oder Ähnliches auf mich aufmerksam zu machen können. Okay, was sind so deine Karriereziele generell, wenn man mal ein bisschen weiter blickt, 3, 4, 5 Jahre weiter? Ich würde es nie Ziele nennen. Für mich sind das alles, was über die nächste Saison rausgeht, alles Träume. Also so wie jetzt in den Bundesliga-Kader mich zu festigen, das wäre auf jeden Fall ein Traum für mich. Und ich sehe das jetzt erstmal, dass ich in der Pro B als Ziel Fuß fassen muss, bevor ich dann das nächste Ziel anvisieren kann. Okay, noch einmal zurück zur JBBL und NBBL. Du bist ja auch ein Kind dieser Ligen, kann man sagen. Was hältst du davon, von der Einführung dieser Ligen und wie hat sich das aus deiner Sicht entwickelt? Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass man die Ligen eingeführt hat, weil das bringt auf jeden Fall Professionalität und auf jeden Fall auch einen guten Wettkampf zwischen den Teams. Wie sie sich entwickelt haben, kann ich gar nicht so genau beurteilen, weil ich ja mittendrin dabei war und mich dabei auch selber entwickelt habe. Deswegen kann ich da schlecht was zu sagen. Okay, vielen Dank und alles Gute für dich. Dankeschön.